Bosch. 25. Mai 2008. Radeln gegen das Radfahren. Mitten in Bayreuths guter Stube, im allerheiligsten, höchster Kunst oberfränkischer Städteplanung, in der Bayreuther Innenstadt, gibt es einen Radlertag, der noch dazu von Seiten der Stadtverwaltung nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert wird. Nicht nur eine Sensation, sondern geradezu unerhört. Ja, war doch bis vor kurzem der tätliche Angriff auf Radfahrer mit leichten Waffen wie Gehstock, Regenschirm oder Einkaufskörben, wahlweise auch Rollatoren, nicht nur straffrei, sondern wurde im Wiederholungsfalle sogar noch mit öffentlichen Auszeichnungen belohnt. Woher dieser ebenso plötzliche wie radikale Sinneswandel? Und vor allem, wozu? Na, das ist doch klar. Überlegen lächelnd lehnt sich Gerch in seinem Sessel zurück. Na, dann erklär's mir einmal. Na, das ist, dass wir alle weniger Radl fahren. Was? Ich hab gedacht, wir sollen alle mehr Radl fahren. Ivo, das ist doch immer so. Wenn's für was ein Doch gibt, dann braucht's den Rest vom Jahr keiner mehr drum kümmern. Mutterdoch, Welt-Aids-Doch, Welthungerdoch. Und wenn sie jetzt da, mit den Rädlern ist es genauso, wenn sie jetzt da einen schönen Fahrraddoch machen, dann brauchen sie sich den Rest vom Jahr um die Radlfahrer nicht mehr scheren. Aber da wär's doch gescheiter, die denen ordentlich Rotlicht bauen. Freilich wär's gescheiter, aber das kostet halt Geld und Mächte Arbeit. Da ist doch der ganze Fahrraddoch eine einzige Augenwischerei. Freilich, da müssen wir doch nächstes Jahr unbedingt noch. Warum? Weil es dann perfekt zubereit